Viele Menschen haben Angst vor der großen Zahl der Flüchtlinge. Gibt es mehr Gewalt, mehr Kriminalität? Das Problem ist, dass man über Kriminalität begangen durch Flüchtlinge nicht so gerne spricht in diesem Land. Diese große Anzahl an Menschen, dass uns das hier in unserem Stadtteil überfordern wird. Die Bürger wollen mitreden, wenden sich gegen die Politik. Es schürt die Stimmung gegen diese ganze Flüchtlingspolitik. Und sie kommen immer nur von oben und sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ich muss es so knallhart sagen, wir werden auch nicht gefragt. Die Flüchtlinge stehen vor der Tür. Hamburg. Im Süden der Hansestadt in Neugraben-Fischbeek entsteht ein neuer Stadtteil für 3000 Flüchtlinge. Gleich nebenan das Neubaugebiet. Tausende neuer Nachbarn aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak werden das Leben in Neugraben-Fischbeek verändern. Braucht ihr Milch? Birte und Jan Greve haben lange überlegt, ob sie uns empfangen sollen. Sie fürchten, in die rechte Ecke gestellt zu werden, weil sie gegen die Größe der Flüchtlingssiedlung protestieren. Auch Zucker? Zucker habe ich hier schon stehen. Dabei sind die selbstständige Erzieherin und der Computerfachmann alles andere als rechts. Seit sie mit ihren Nachbarn eine Bürgerinitiative gegründet haben, ist fast jedes Wochenende verplant. Tschüss. Lieb sein. Ja, Nina, vielen Dank. Super. Bald haben wir wieder mehr Zeit für euch. Also man kommt kaum noch zum Schlafen, man ist rund um die Uhr beschäftigt, erstmal mit seinem Job, ganz normal. Die Greves zeigen ihre Protestschilder. Ja zur Hilfe, nein zur Politik. 3000 Flüchtlinge in ihrem Stadtteil halten sie für zu viel. Es fehlt in diesem Land der politische Diskurs. Es wird ja nur noch über die Köpfe hinweg entschieden. Die Vorstellung von den 3000 Menschen, die hier sind, wenn das wirklich nach hinten losgeht, wenn die Infrastruktur nicht klappt, wenn die Probleme kommen sollten, die befürchtet werden, was ist der Plan B von den Politikern? Da möchten wir Antworten drauf haben. Die Greves fordern für ihren Stadtteil eine Obergrenze. 1500 Flüchtlinge. Mehr, so glauben sie, könne Neugraben-Fischbeek nicht verkraften. Die Planung der Behörden sieht anders aus. Jeglicher Art. Also da 3.000 bis 4.000 und da 700. Und das ist eben halt Erstaufnahme. Und da vorne der Obi-Markt, den kann man noch ein bisschen sehen. Da ist die Erstaufnahme, das gehört auch noch mit dazu. Und hier kommt, wie gesagt, diese Modulbauten hin. Es ist die Sorge vor einem Ghetto, die Greves umtreibt. Sie fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder, haben Angst vor einem sozialen Brennpunkt in ihrem Stadtteil. Die Greves vermissen ein schlüssiges Konzept der Politik. Also gegen Flüchtlinge sind wir überhaupt nicht. Also die Menschen haben ihren Grund, warum sie hierher kommen. Wir helfen da auch gerne mit. Aber wir sagen halt, dass diese große Anzahl an Menschen, dass uns das hier in unserem Stadtteil überfordern wird. Wir leben Integration. Ich glaube, wir als Neugrabener, dadurch, dass wir so eng zusammenwohnen mit ganz vielen Kulturen, wir haben schon viel mehr Menschen integriert als irgendwelche klugen Politiker, die den ganzen Tag drüber reden. Die Greves zweifeln, dass die Behörden die Situation unter Kontrolle haben. Sie erkennen in Hamburg nur noch ein Muster. Wo immer es geeignete Flächen gibt, werden große Lager aus dem Boden gestampft. Im Rathaus des Bezirks zeigt uns der Leiter die Planung. Thomas Völsch macht keinen Hehl daraus, dass es längst nur noch darum geht, einen völligen Zusammenbruch der Flüchtlingsunterbringung zu verhindern. Wir sind im Moment in der Situation, dass wir dafür sorgen müssen, dass Obdachlosigkeit verhindert wird. Ganz praktisch Obdachlosigkeit verhindert wird. Und das schaffen wir tatsächlich nur, wenn wir im Moment solche größeren Einheiten schaffen. Und für die brauchen wir Platz. Die gibt es nicht in jedem Stadtteil. Da würde ich was Falsches erzählen, wenn ich das behaupten würde. Ich glaube, dass es an der Stelle geht, wenn man das jetzt richtig klug weiter vorbereitet und die richtigen Schritte übernimmt. Bisher lief es in den großen Hamburger Flüchtlingslagern alles andere als gut. Die Hansestadt untersagt Dreharbeiten, angeblich um die Flüchtlinge zu schützen. Aus dem größten Lager an der Schnackenburgallee hören wir immer wieder von gravierenden Missständen.
In der Kälte an der A7 werden viele Flüchtlinge krank. Harnwegsinfektionen. Verdacht auf Lungenentzündung. Bewohner bedrohen in ihrer Verzweiflung Sozialarbeiter und Lagerleitung. Mitarbeiter aus der Schnackenburg-Allee schicken Hilferufe per Mail an ihre Vorgesetzten. Die Bewohner schlafen vor Kälte kaum noch. Sie stehen mit blauen Lippen vor den Mitarbeitern und drohen, die Zelte anzuzünden. Wir sitzen auf einem Pulverfass. Wir vermuten, dass das bald hochgehen wird und die Zelte dann brennen. Wir können das hier nicht mehr verantworten. Wir werden von Flüchtlingen eingeladen und drehen ohne Genehmigung. Yunus Rashid stammt aus Afghanistan. Im Oktober besuchen wir ihn in seinem ungeheizten Zelt. Mit seinen Freunden hält er es im Zelt kaum aus. Am Tag liegt die Temperatur knapp unter 10 Grad. Nachts fällt das Thermometer unter den Gefrierpunkt. Die Flüchtlinge frieren. Wir können nachts nicht schlafen. Wir wickeln uns ein und ein paar von uns leihen sich für die Nacht Sachen von unseren Freunden, die im Container schlafen. Denn im Container ist es sehr warm. Laut einem Polizeibericht haben die Sozialarbeiter Angst, 300 warme Decken zu verteilen, weil sie nicht für alle Flüchtlinge reichen. Sie fürchten Tumulte. Yunus und seine Freunde nehmen uns mit in einen der Container. Dort erzählen sie uns, was hier los ist. Die Polizeieinsätze häufen sich. Sie haben miterlebt, wie Flüchtlinge angesichts der Kälte die Nerven verlieren. Sie schildern uns einen gravierenden Vorfall. Ein Syrer soll die Lagerleiterin bedroht haben. Er hat einfach verrückt gespielt und stand mit einem Stuhl in den Händen vor der Lagerleiterin. Warum hört mich niemand? Hat er gesagt. Wir sind doch Menschen. Meine Tochter stirbt. Sie ist so krank. Dann hat er sich selbst den Stuhl ins Gesicht geschlagen. Das Blut lief nur so herunter. Aber es hat funktioniert. Nach 20 Minuten haben sie ihm dann einen Platz im Container gegeben. Wenn du mit einem Sozialarbeiter normal redest, hören sie nicht auf deine Wünsche. Wenn du laut sprichst, mit Stühlen fuchtelst und die Türen knallst, erst dann kommst du weiter. Auch die Polizei ermittelt, dass dem Syrer nach dem Vorfall ein Containerplatz zugewiesen wurde. Der städtische Betreiber bestreitet das. Auch in anderen Lagern ist die Situation angespannt. Wir werden von einem Flüchtling eingeladen in diese Unterkunft in Hamburg-Wilhelmsburg. Mohammed Ali aus Syrien kam über die Balkanroute. Er zeigt uns das Zelt, das er mit 16 anderen jungen Männern teilt. Dies ist ein internationales Zelt. Wir haben Araber, Mazedonier, Türken, Afghanen, Kurden, sogar einen Christen. Der Christ ist aber gerade draußen. Grüße Christian. Die Mischung verschiedener Nationalitäten und Religionen auf engstem Raum führt zu Konflikten und Gewalt. Einer der Flüchtlinge zeigt uns ein Handyvideo, eine Auseinandersetzung zwischen Albanern und Afghanen. Nach einem Polizeibericht soll der Streit in einem Toilettencontainer begonnen haben. Möglicherweise, weil ein Albaner eine Benutzungsgebühr verlangte. Was folgte, war eine Massenschlägerei mit Eisenstangen und Gerüstbauteilen. Es gab mehrere Verletzte. Solche Konflikte werden auch außerhalb der Lager wahrgenommen. Anwohner sorgen sich um die eigene Sicherheit. Die Hamburger Polizei muss mit einem Großaufgebot anrücken. Bei einer späteren Durchsuchung finden die Beamten eine Schreckschusspistole, ein Messer und Drogen. Laut einem vertraulichen Lagebericht der Polizei kommt es immer wieder zu Problemen mit Albanern im Lager. Kriminalität von Flüchtlingen. Nach einer Statistik des Bundeskriminalamts gab es in den ersten drei Quartalen 2015 rund 140.000 Straftaten mit Flüchtlingen.
darunter 57.000 Diebstähle, knapp 3.000 Einbrüche und knapp 300 Fälle von Vergewaltigungen und sexueller Nötigung. Die Statistik sagt aber auch, Flüchtlinge seien im Schnitt nicht krimineller als Deutsche. Im Braunschweiger Stadtteil Kralenriede liegt die zentrale Landesaufnahmebehörde. Zurzeit leben hier rund 3.600 Menschen. Täglich kommen Asylbewerber aus dem Lager in die Stadt. Zum Spazierengehen, zum Einkaufen. Aber nicht nur das. Nach Angaben der Braunschweiger Polizei hat die Kriminalität in Kralenriede deutlich zugenommen. Immer wieder kommt es zu Schlägereien zwischen den Asylbewerbern. Es gibt einen starken Anstieg bei Ladendiebstählen und Einbrüchen. Auf den Parkplätzen vor den örtlichen Supermärkten treffen sich jeden Tag junge Asylbewerber. Gerade die alleinreisenden jungen Männer machen nach Angaben der Behörden immer wieder Probleme. Aldi und Penny geben uns keine Interviews, wollen nicht bestätigen, dass es mehr Ladendiebstähle gibt. Die Kriminalitätsstatistik ist aber eindeutig. Statt 48 Diebstähle wie im Vorjahr registrierte die Polizei allein in den ersten drei Quartalen 2015 bereits 135 Ladendiebstähle. Vor den Supermärkten in Kralenriede stehen seit einigen Monaten Wachleute. Einer beschreibt die Situation. Was nehmen die Leute so mit? Alles Mögliche. Also von Alkohol bis zu Brot, bis zu Tomaten. Alles, was man mitnehmen kann. Ne? Es gibt Leute, die kaufen auch ganz normal ein für 50 Euro und haben die Taschen trotzdem voll. Ne, ich achte auf die Jacken. Wenn sie dünn sind, wenn sie reinkommen und dann dick, wenn sie rauskommen, so schnell geht das nicht. Ne? Im Stadtteil wächst die Unsicherheit. Viele Anwohner fühlen sich belästigt. Am Steinriedendamm, der Hauptdurchgangsstraße von der Landesaufnahmebehörde, kurz LAB, in den Ort, gab es eine Einbruchsserie durch Asylbewerber. Helmut Pogede hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Mann war durch ein Fenster in seine Kellerbar eingestiegen, stahl 150 Euro. Mittlerweile hat Pogede zusätzlich Schlösser und eine Alarmanlage eingebaut. Was war das für ein Mann? Ein Algerier, also das ich jetzt von der Polizei gehört habe. Der hier aus der LAB kam? Ja. Und wir haben dann den sofort, ich habe sofort die Polizei angerufen und nach einer halben Stunde später hatten sie den Kollegen auch. Ich bin ja hier alleine im Haus mit meiner Frau. Ich lasse hier nicht mehr alleine, das mache ich auf keinen Fall. Ich habe auch Angst um die Nachbarn. Da macht man sich schon Gedanken, gar keine Frage. Auch Nachbar Martin Müller ist besorgt über die wachsende Kriminalität in seiner Straße. Erst vor kurzem wurde sein Wohnmobil aufgebrochen. Wer die Täter waren, weiß er nicht. Doch er hat den Verdacht, dass es Asylbewerber aus der Unterkunft waren. Das ist dann eben auch. Ne? Das kostet ungefähr 200 Euro, so ein Teil. Ne? Das haben die einfach mit roher Gewalt rausgerissen. Was hatten Sie im Auto drin? Gar nichts. 15 Euro, vielleicht 20 Euro. Für die Bürger ist das eine schwierige Situation. Der örtliche Pegida-Ableger Bragida will solche Vorfälle ausschlachten. Den Anwohnern aber geht es erst einmal nur um die eigenen Sorgen. Wir haben eben auch Angst und das sind keine subjektiven Sachen, wenn meine Tochter angesprochen wird oder begrapscht wird. Sie wurden schon verfolgt in der Stadt. Ne, in der Stadt. Wurde hinterhergegangen. Und wenn selbst ein erwachsener Mann abends um 10:30 Angst hat, hier mit dem Bus alleine nach Hause zu fahren, wenn er den Weg gehen muss, dann ist das für mich kein subjektives Empfinden, das sind Tatsachen. Wenn wir jetzt hier sagen, was wir empfinden, was wir sehen, deswegen sind wir jetzt nicht rechts oder sind wir jetzt auch nicht Pragida-Freunde oder wie auch immer. Wir sind hier eine Gruppe von vielleicht 30, 40 Anwohnern, die sich eben beschweren und die wirklich wie auf einer einsamen Insel sind und alle anderen wissen gar nicht, was wir haben. So ist die Situation. Haben wir nur Hinweise drauf, dass es sich Pressekonferenz der Braunschweiger Polizei. Auch die eigenen Vorgesetzten waren zunächst skeptisch, als die Beamten wegen der problematischen Sicherheitslage eine Sonderkommission forderten. Doch Ulf Küch konnte sich durchsetzen. Er hält einen offenen Umgang mit Straftaten von Flüchtlingen für notwendig. Das Problem ist auch nach wie vor noch, dass man über diese Problematik der Kriminalität begangen durch Flüchtlinge nicht so gerne spricht in diesem Land, weil man der Gefahr ausgesetzt wird, auf die rechtsradikale Schiene gesetzt zu werden, was vollkommener Unsinn ist. Ich kann mich dafür verbürgen, dass wir alles andere als solche Gedanken im Hinterkopf haben. Es geht einfach und allein nur darum, Straftaten zu verhindern. Die realen Probleme mit Flüchtlingen zu verschweigen, helfe nur rechten Trittbrettfahrern. Auch deshalb müssten Straftaten von Asylbewerbern verfolgt werden.
Wir wollen auch ein Zeichen setzen. Wir wollen auch diesen Menschen zeigen, dass sie unter ihren Landsleuten oder auch Nicht-Landsleuten, je nachdem, welche Nationalität sie tatsächlich haben, einen Riesenschaden anrichten. Weil, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, wir in Braunschweig die Bragi da haben. Und das ist Wasser auf die Mühlen dieser Menschen, die der Meinung sind, dass Ausländer grundsätzlich kriminell sind. Was natürlich vollkommener Nonsens ist. Es gibt keine kriminellen Nationen. Das ist Unsinn, ist das. Wir sind zurück bei Familie Greve im Hamburger Süden. Wir begleiten sie zum Treffen ihrer Bürgerinitiative. Heute wollen sie ein Flugblatt für ihre Demo entwerfen. Erfahrung mit solchen Dingen hat keiner. Die türkische Nachbarin klingelt. Fast 40% der Neugrabener haben einen Migrationshintergrund. Bisher läuft das Zusammenleben von Tür zu Tür sehr gut. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Das war meine Nachbarin. Die hat Kuchen gebracht. Zeigen wir mal. Sie fragen sich, wie groß kann ein Flüchtlingslager sein? Was kann ihr Stadtteil leisten? Wir wollen eine Höchstgrenze. Und in dem Moment, wo wir diese Höchstgrenze zugesichert bekommen, wie gesagt, bin ich der Erste, der darüber marschiert, sich drei Leute an die Hand nimmt mit in Deutschland. Das habe ich immer gesagt. Angel, das habe ich auch gesagt. Ja, genau. Und ich mache Das ist das Signal und deswegen heißen wir auch Ja zur Hilfe. Angeln und Nähkurse. Die Bürgerinitiative will vor allem, dass die Integration der neuen Flüchtlinge funktioniert. Nach einer Stunde steht der Text. Bürgerinnen und Bürger Neugraben-Fischbeks, gleich welcher Nationalität, Kultur oder Religion. Ohne Frage, Neugraben-Fischbek will helfen. Aber so schaffen wir das nicht. Das geplante Ausmaß der Flüchtlingsunterbringung in unserem Stadtteil ist politischer Irrsinn. Wir sagen Nein zu diesem Versuchsprojekt. Kommt alle am Sonntag um 14 Uhr auf unseren Marktplatz in Neugraben. Friedlich, im Geiste unseres Grundgesetzes, Radikale und Extremisten sind nicht willkommen. Genau. Ich finde das Letzte finde ich super. Ja, oder? Ja. Ich auch. Das drucken wir 4000 Mal. Ja. Und dann kann ich morgen. Machst du die Teams, genau? Okay. Habe ich schon, dann rufe ich die morgen an. Seht. 600 Menschen leben in dem kleinen Ort in Nordfriesland. Gleich nebenan eine riesige Kaserne. Als Ende Juni die Bundeswehr den Standort aufgab, hofften viele Säter auf die Ansiedlung von Firmen und einen Wirtschaftsaufschwung. Stattdessen richtete das Land Schleswig-Holstein hier innerhalb von 3 Tagen eine neue Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ein. Bürgermeister Peter Dirks hat das bis heute nicht verkraftet. Als Maurer bei der Bundeswehr hat er die Kaserne mitgebaut. Dirks besucht die Kleiderkammer und die Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Das ist ein bisschen übersichtlicher hier jetzt wieder hinten. Er will schauen, wie es läuft. Dirks ist beunruhigt, weil er gehört hat, dass zu den 700 Flüchtlingen in Seet vielleicht noch viel mehr dazukommen. Ja, das hier von dieser Erstaufnahme, das sind 42 Hektar groß. Ich weiß nicht, wie viel da noch rein können hier. Ob wir das verkraften können, da werden wir gar nicht nachgefragt. Die sind hier und kommen hier und dann geht das los. Die Bürger haben Massen von Kleidern gespendet. Kirsten Bohn ist die Vorsitzende des kleinen DRK-Ortsvereins. Sie hat ihre Arbeitszeit als Lehrerin auf die Hälfte reduziert, um den Flüchtlingen helfen zu können. Kirsten Bohn glaubte damals, nach einigen Wochen sei die Flüchtlingswelle vorbei. Die Realität ist eine andere. Einer ihrer ehrenamtlichen Helfer ist unter der Belastung bereits zusammengebrochen. Es gibt viele, die können es noch. Es gibt aber auch schon einige, die schwächeln oder die sagen, ich träume nur noch davon oder ich muss mir mal eine Auszeit gönnen oder so. Also es gibt schon einige, die an der Belastungsgrenze sind. Die Landesregierung bittet die SETA zu einer Bürgerversammlung. Die meisten ahnen schon, dass hier nur verkündet wird, was längst beschlossen ist. Auch Bürgermeister Dirks. Wie schnell das rum ist, dass das heute schon durchs Radio kommt, wie viel wir werden. Also ich kann es kaum glauben, wie mit uns umgegangen wird. Die Staatssekretärin ahnt, dass dies kein einfacher Abend wird. Sie hatte versprochen, dass nach Seet nicht mehr als 700 Flüchtlinge kommen. Das hat Peter Dirks nicht vergessen. Ich mache das jetzt fast 15 Jahre, dass ich hier so verdrießlich bin. Meine Ehrenurkunde habe ich mit. Wenn das ganz harte Fahrt kommt, reiße ich die kaputt heute Abend. So weit ist das, ob Sie es glauben oder nicht. Die habe ich in meine Tasche dabei. Und der leitende Verwaltungsbeamte sagt, ich soll das noch mal richtig und deutlich überlegen, was ich mache. Aber wenn dann nicht irgendwann wo von irgendwo Signale gesetzt werden, dann spielen die weiter mit uns. Ganz ehrlich. Danke. Bitte. Auch viele Bürger fühlen sich hintergangen.
In ihrer Gemeinde von 600 Einwohnern werden sie schlagartig in der Minderheit sein. Wir haben die Absicht, SEET aufzustocken auf insgesamt 2000 Plätze. Ich kann diese Reaktion von Ihnen absolut verstehen, das kann ich Ihnen wirklich sagen. Ich kann sie verstehen. Die Menschen und die Flüchtlinge und die Asylanten und die neuen Mitbürger wären in den Städten nach meiner Meinung wesentlich besser aufgehoben. Es schürt unheimlich Ängste, es schürt die Stimmung gegen diese ganze Flüchtlingspolitik. Und sie kommen immer nur von oben und sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Es wird gar nicht gefragt. Sind wir damit einverstanden oder wie gehen wir mit diesen 2000 mehr Leuten um? Ich muss es so knallhart sagen, wir werden auch nicht gefragt. Die Flüchtlinge stehen vor der Tür. Und wir müssen den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf geben. Das schulden wir den Flüchtlingen. Auch Kirsten Bohn, die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, kann es kaum fassen. Die Helfer sind schon jetzt am Rand ihrer Kräfte. Wie stellt sich die Landesregierung das praktisch vor? Das funktioniert nicht. Ich habe wöchentlich 80 bis 90 ehrenamtliche Helferinnen, die mir helfen in der Kleiderkammer. Und wenn ich jetzt höre, es kommen dreimal so viele, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und finde ich, also ich kriege auch keine mehr, die mir helfen. Was soll ich Ihnen sagen? Ich will Ihnen auch keinen vom Pferd erzählen. Ich sage das jetzt mal so. Ich war vor einem Jahr in Bostedt, habe geglaubt, mit 500 Plätzen in Bostedt komme ich gut über die Runden zusammen mit Neumünster. Ich war im August hier bei Ihnen und habe gesagt, ja, wir stampfen eine Einrichtung aus dem Boden und mit Glück kommen wir damit jetzt endlich mal vor die Lage. Das war zwei Wochen später Makulatur. Was soll ich Ihnen sagen? Soll ich sagen, wenn jetzt noch mehr Flüchtlinge kommen, hören wir trotzdem auf und dann lassen wir sie halt unter den Brücken schlafen? Nein, wir werden dann weiterhin versuchen, irgendwie damit klarzukommen. Und ich glaube, wir kriegen das auch hin. Keiner will einfach aufgeben. Auch Bürgermeister Dirks will erst einmal weitermachen. Ich hatte mir heute Abend was vorgenommen. Ich habe meine Ernennungsurkunde mitgebracht. Die wollte ich hier heute Abend kaputt reißen. Aber ich habe die eine oder die andere Anmerkung mitgenommen und ich werde den ehrenamtlichen Posten nicht an den Nagel hängen. Dankeschön. Die SEETer müssen sich damit abfinden, dass sich das Leben in ihrem Ort und den umliegenden Gemeinden auf Dauer verändert hat. Im einzigen Imbiss der Gegend treffen sich tagtäglich die Flüchtlinge. Wie viele künftig in der kleinen nordfriesischen Gemeinde leben, ist völlig unklar. 2000? 3000? Vielleicht bald sogar 5000? Wo Flüchtlinge in großer Zahl auftreten, ist die Skepsis der Anwohner besonders groß. Doch ist eine Debatte über die realen Probleme hilfreich oder befeuert sie Ressentiments und Fremdenfeindlichkeit? Wir sind zurück in Braunschweig-Kralenriede. Seit so viele Flüchtlinge in die Landesaufnahmebehörde kommen, fährt die Polizei häufiger Streife. Ingo Patzke ist seit mehr als 20 Jahren dabei und hat viel erlebt. Die Not der Flüchtlinge geht ihm an die Nieren. Was er auf den Straßen rund um das Lager jeden Tag sieht, muss auch ein erfahrener Beamter wie er erst einmal verarbeiten. Ja, man sieht natürlich auch viel Elend hier, dass viele, gerade wenn man junge Familien hat mit kleinen Kindern, die haben einiges schon hinter sich und haben es hier bestimmt nicht so, wie sie sich vielleicht gerne wünschen würden. Hier haben wir das tägliche Anstehen beim Essen. Mira 26. Am frühen Abend ein Funkspruch an den Streifenwagen. Für die Beamten schon fast traurige Routine. Ein Wachmann hat bei Aldi einen Ladendieb erwischt. Der junge Mann kommt aus dem Flüchtlingslager. Die Polizisten nehmen den 21-Jährigen fest. Er hat eine Packung Zigaretten geklaut. Keine große Sache. Er ist schon mehrfach bei Diebstählen erwischt worden. Das Problem? Der junge Mann hat sich an zwei verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Namen registrieren lassen. Jetzt muss er mit zur Identitätsfeststellung. Die Polizei weiß häufig gar nicht, mit wem sie es zu tun hat.
Es gelingt häufig nicht, die Herkunft der Beschuldigten zu ermitteln. Welche ist die richtige? Die oder die? Das bist du? Und das? Auch? Ja, es sind unterschiedliche Namen hier. Der Abgleich mit der Datenbank ergibt, der Mann, angeblich Syrer, ist erst seit einem Monat in Deutschland. War bei Auseinandersetzungen unter Asylbewerbern aufgefallen. Bisher gab es kein Verfahren. Die Beamten glauben nicht, dass der neuerliche Diebstahl für ihn Konsequenzen haben wird. Der nächste Fall am gleichen Tag. Ein junger Tunesier hat in einem Supermarkt Lebensmittel gestohlen. Er hat ein Feinfischbuffet, Räucherfisch, für 9,39 Euro geklaut. Wir müssen jetzt seine Identität feststellen. Er hat hier eine Bescheinigung von der Samtgemeinde Sigte. Da ist aber leider kein Lichtbild. Aber laut EDV ist er schon mal erkennungsdienstlich behandelt worden. Der junge Tunesier will seine Tat erklären. Die 340 Euro vom Staat hätten in diesem Monat nicht gereicht. Ich will nicht stehlen, aber ich habe Hunger. Mein Geld ist alle. Und ich muss 2 Tage warten, bis ich Neues bekomme. 2 Tage lang weiß ich nicht, was ich essen soll. Mein Verständnis hält sich gerade in Grenzen. Ja, also jeder, der hierher kommt, der kriegt auch Essen und Trinken. Und der kriegt auch nebenbei noch Geld. Ja, wenn er damit nicht auskommt, geht es ihm so wie jedem anderen Bürger auch. Man muss damit haushalten und dann ist es halt so. Ja, aber es muss ja keiner hungern und frieren und da ist Gott sei Dank ganz gut für gesorgt. Ja, deswegen habe ich da wenig Verständnis für, sage ich ganz ehrlich. Ja? Hat er sein Geld für was anderes ausgegeben? Gut, you finished, you have to go now. Okay, I finished. Muss hier wirklich keiner hungern oder frieren? Der Tunesier darf immerhin sein Brot mitnehmen. Zumindest das hatte er bezahlt. Zurück im Hamburger Süden. In Neugraben-Fischbeek ist der Tag der Demo gekommen. Jan Greve und seine Bürgerinitiative sind angespannt. Dabei haben sie sich gut auf die Demonstration vorbereitet. Ja, geil. Aber die hältst du auch nachher hoch, ne? Ja, das ist für einen Als Sprecher haben die Nachbarn Uwe Schröer ausgewählt. Er, so finden sie, kann am besten reden. Ich weiß es nicht. Soll ich mal schauen? Das ist noch eine halbe Stunde. Auch die Kinder sind dabei. Birte Greve verteilt Trillerpfeifen, damit es später schön laut wird. Die Megafone haben sie eigens gekauft. Die erste Botschaft gleich zu Beginn der Kundgebung. Wir wollen hier keine Rechten. Wir sind nicht Pegida. Alle, die denken, dass wir eine Veranstaltung im Sinne von Pegida, NPD und Co. haben möchten, sind hier und jetzt falsch. Deswegen bitten wir alle, die rechtsextremes Gedankengut haben oder auf Gewalt aus sind, jetzt sofort diesen Platz zu verlassen. Wir wenden uns nicht gegen Flüchtlinge. Wir bezeichnen Journalisten nicht als Lügenpresse. Wir sind nicht Pegida und wir bitten euch darum, das bitte auseinanderzuhalten. Am Ende demonstrieren rund 1000 Bürger in Neugraben-Fischbeek. Die gerechtere Verteilung aller Flüchtlinge auf das Hamburg. Jan Greve ist zufrieden, auch mit dem friedlichen Verlauf der Kundgebung. Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Politik ihnen doch noch zuhört. Dass sie Entscheidungen doch noch beeinflussen können. Doch wie realistisch ist das? Vielen, vielen Dank! Wir werden dabei bleiben! Und wir werden das so lange tun, bis dort drüben kein Ghetto gebaut wird! So lange bleiben wir am Ball! Wir wollen allen Leuten, die uns immer noch Thank you.